Ich grüße Sie zum jetzigen Chef, die Live-Trading-TV am heutigen Nachmittag, Donnerstag, 27. August um 16:15 Uhr. Wir wollen auf den US-Markt schauen, der hier seine Erholung weiter fortsetzt. Hier speziell der S&P 500, den wir ja in der vergangenen Woche schon mit Korrekturstart bereits ja ausführlich analysierten und auch hier generell schon auf die große Tendenz hinwiesen. Dann gehen wir mal hier auf den Wochenchart. Im Zuge dessen, dass hier, wenn 2039 fällt, es sicherlich einen weiteren Ausverkauf geben könnte. Und das deutete sich ja am Ende der letzten Woche an, dass hier natürlich der Close erfolgt und tatsächlich zum Wochenauftakt zackten die Märkte eben weiter durch. Und hier im Bereich 1870 fand der S&P hier letztlich tatsächlich eine Unterstützung. Wir haben hier diese negative Divergenz im Prinzip schon sehr weit nach unten ausgespielt, was dazu führte, dass der RSI hier schon im Bereich oder sich der Marke von 30 Punkten nähert. Rein technisch, wie gesagt, hier aktuell jetzt ein Erholungsimpuls. Die große Gretchenfrage hier nur an dieser Stelle sicherlich ohne Zweifel, ist das jetzt hier schon der Rebound gewesen? Man erinnere sich hier an Oktober des letzten Jahres. Auch hier mehrere Wochen inklusive finalem Ausverkauf. Ist das jetzt schon gewesen, die große Gretchenfrage? Wir hatten hier den S&P, wie im Web letzte Woche nachzulesen oder auch generell hier schon während der letzten Zeit in der Beschau hier mal das Chartfenster dazu, dass es hier mit Bruch des Aufwärtstrends hier durchaus zu einem Test von 1870 kommen könnte, im Ausdehnungsfall sogar hier Pullback 1575 Punkte möglich sind. Das ist natürlich jetzt hier entweder mit dieser einen Wochenkerze abgearbeitet oder aber, und diese Annahme muss man definitiv im Hinterkopf halten, hier vor der 7-Jahres-Zyklik mit negativer Saisonalität voraus, muss das längst noch nicht das Ende vom S&P gewesen sein in Sachen Korrekturbewegungen. Insofern aufgepasst, was hier passiert. Die aktuelle Wochenkerze ist sicherlich mal konstruktiv zu sehen. Das heißt, die Tiefs werden gekauft. Wir sind aktuell auf Hoch und es deutet sich an, dass hier ein weiterer Impuls laufen könnte. Man darf sich vorstellen, wenn der Markt jetzt hier tatsächlich weiter auftritt, dürfte spätestens im Bereich von 2039 der Index in Schwierigkeiten geraten. Die Annahme hier, ich zeichne es mal vor, ist meines Erachtens eher, dass wir nochmal in Richtung 1870 fallen. Das kann passieren, ja, unmittelbar möglicherweise. Also hier gar nicht mit einem großen Aufwärtslauf nach oben, sondern hier direkt in Kürze. Schrägstrich, gegebenenfalls kommt es hier zu einem Pullback an 2039 und das wäre meines Erachtens ein schönes Short-Level für einen Trade, der hier nochmal in Richtung der jüngsten Tiefs abzielt. Also S&P 500 hier trotz der laufenden Erholungskerze hier nicht wirklich für mich jetzt hier der Superbulle. Wir haben hier sicherlich gerade einen V-Reversal vor uns, also hier eine schnelle Gegenreaktion aufgrund der vorangegangenen Verluste. Hier bereits schon bei 1980, man beachte hier die Niveaus vom Dezember und vom Januar des Januar des laufenden Jahres, Dezember des letzten Jahres. Hier kurzfristiger Widerstand bereits auf Tagesbasis. Das könnte das Niveau hier auf Wochenbasis aktivieren, dass der Index schon direkt von hier runterknallt, beziehungsweise wieder in eine Konsolidierung, Korrektur übergeht, um hier noch nicht mal das Niveau von 2000 Punkten zurückzuerobern. Wenn es zu einer Zurückeroberung des Niveaus von 2000 Punkten kommen sollte, dann wäre hier 2040, also ich sage mal mehr die Spanne von 2039 bis 2045 Punkten hier eine Idee aufzupassen. Kurzfristig, wie gesagt, die Bullen können hier noch einen drauflegen, gar keine Frage. Es könnte auch hier durchaus, wenn wir hier über 1980, 1985 gehen, nochmal zum Impuls kommen, hier eben in Richtung des dann aktivierten Widerstandslevel. Aber meines Erachtens ist hier dann auch schon wieder Schluss. Dass hier die Rallye der Vorjahre direkt ihre Fortsetzung findet, kann ich mir so nicht vorstellen. Das wäre erst geändert, wenn der S&P hier deutlich über 2050 zurückkommt. Dann muss man den Bias definitiv wieder auf Bullish schalten, beziehungsweise dann wohl im schlimmsten Falle hier mit so einer Schaukelbörse weiter rechnen. Aber der Ausverkauf jüngst, jetzt die Erholung, das muss noch nicht das Ende gewesen sein. Es kann auch hier ein zäher Seitwärts-Abwärtsmarkt dann in Zukunft Einzug halten. Also nach diesem Ausverkauf, den wir gesehen haben, technische Gegenreaktion überhaupt nicht verwunderbar. Diese könnte aber, wie gesagt, dann in Bälde sogar schon wieder dazu übergehen, die letzten Tiefs zu testen, hier dann möglicherweise ein W auszubilden oder aber sogar neue Verlaufstiefs und dann hier eine mittelfristige Korrekturfortsetzung zu generieren. Also der S&P 500 hier sehr, sehr spannend und sozusagen hier auch der Gradmesser für die Bewegungen der Zukunft. Wir haben hier im Stundenchart noch die Situation, dass der S&P 500 natürlich hier den Aufwärtstrend fährt. Interessant hierbei kurzfristig betrachtet dieses Level, diese Zone 1950.
Es ist ein Supportbereich. Man sieht hier einige Kerzen, die in diese Zone reinstachen und hier mehr oder weniger hier in der 24-Stunden-Indikation immer wieder eine Rolle spielten. Ergo, wer hier long engagiert sein wollte, sollte hier unter 1938 einen Sicherungsstopp haben, denn wenn es da runter geht, wäre meines Erachtens hier doch schon die Gefahr gegeben, dass es ja, direkt weitere Rücksetzer gibt, wenn man so will. 1039, 1038 müsste hier ein Stopp sitzen. Ansonsten hier Perspektive nach oben. Ja, durchaus, wenn es über 1980 geht, Richtung 2000, 2039 hier im absoluten Ausdehnungsfall. Das wäre hier sozusagen dann der Plan B, wenn der Markt hier tatsächlich weiter nach oben strebt, was nicht ausgeschlossen werden kann. Aber grundsätzlich sollte man sich hier darauf einstellen, dass der Index auch wieder zurücksetzen könnte und hier nicht alles, wie es so schön heißt, schon Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also mal aufpassen, was danach kommt. Das wäre hier sozusagen ein ausdehendes Dreieck, was auch dafür spricht, dass die Volatilität sicherlich hoch bleiben wird. Zumindest deutet es sich an. Und ja, jetzt darf man hier überlegen im Stundenchartintervall, ob man hier diesen Pullback, wenn er denn kommt, kauft oder direkt auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzt, wenn es über 1980 geht. Andernfalls wäre man hier sicherlich unter 1938 besser aufgehoben, wenn man sich von Longs verabschiedet, Schrägstrich dann vielleicht sogar auf eine direkte Wiedereinkehr in Sachen Abwärtsbewegung spekuliert. Schauen wir kurz mal hier den RSI an. Das sieht hier noch gesund aus, Schrägstrich bis auf die Kerze hier von 15 Uhr. Das heißt, wir haben ein neues Periodenhoch gemacht, was sich hier aktuell noch nicht bestätigte in der Indikation. Das heißt, hier leicht negative Divergenzen. Was hier positive Divergenzen sind, sehen Sie hier in dem kurzen Beispiel. Preis macht ein neues Tief, Indikator nicht. Gibt da nochmal einen Rücksetzer, aber letztlich hat der Preis hier eine Stabilisierung versucht, hat hier das Indikatorentief, das lokale Preistief hier nicht mehr unterschritten. Man hat es hier mit einer positiven Divergenz zu tun und seitdem dreht der Markt ja auch ein Stück weit auf, aber hier mit einer gewissen Vorsicht. Wie gesagt, ich denke, hier ist noch nicht alles raus. Insofern mal aufpassen, was passiert. Wir werden uns auf jeden Fall alsbald wieder aufschalten. Zudem gibt es in Bälde noch eine Apple-Analyse zum ganzen Marktgeschehen. Sicherlich auch interessant, gerade als Schwergewicht im Technologieindex Nasdaq 100, Nasdaq Composite, immer wieder einen Blick wert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restnachmittag mit viel Sonne und möglichst wenig Stress. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.